Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört mich wahrscheinlich noch gar nicht richtig. Moment. So, wunderschönen guten Morgen. Ich hatte jetzt noch schnell bei mir das Licht angemacht, aber ich wollte unbedingt dieses wunderbare Bild einfangen, wie hier langsam die Sonne untergeht und Geralt im Wasser schwebt. Schwebt, schwimmt, wie auch immer. So. Wir hatten beim letzten Mal die Crazy Ruinen durchsucht und suchen nach dem versunkenen Schiff. Warten auf. Und dort. Okay. Was sind wir denn gerade? Okay, wir hatten die Ruinen nicht durchsucht. Das war schon länger her. Das war nämlich hier. Okay, das ist jetzt, glaube ich, über die vorletzte Folge gewesen oder so. Ich habe wieder ein paar Tage nicht aufgenommen, deswegen habe ich es wieder vergessen. Ach ja, stimmt, das erinnere ich mich wieder. Ich habe genau. Hier war dieses blöde versunkene Schiff zwar, aber ich habe nicht den Ort gefunden, wo die Truhe oder was ich da finden sollte war. Das war das Problem. Wende mal. Man sieht doch mit dem Walfisch oder wie hieß das nochmal? Schwertwal, glaube ich. Genau, mit dem Schwertwal sieht man doch besser unter Wasser, deswegen nehmen wir den mal. Ja, deutlich besser. Okay, da ist das Schiff. Also das Wrack haben wir ja gefunden. Da war ich auch schon bei dem Wrack. Oh, hat da was rot geleuchtet? Nee, es war bloß eine Reflexion von der Truhe. Oder was ist das? Ist das eine Truhe? Nee, das sind ja nur Pflanzen, oder? Was sind das? Oder ein Sack? Ich würde ja gerne mal... Nee, es war ein... Das ist ein Krug, ich kann es nicht wirklich erkennen. Na, ist auch egal. Weil hier ist zwar das Wrack, aber das ist gar nicht mehr in dem Kreis drin. Und ich habe es bisher noch nie gehabt, dass man etwas finden musste und es war nicht in dem angezeigten Kreis. Aber hier ist halt auch noch so ein Wrack. Ach, und hier ist auch die Truhe. Ja, okay. Oh, okay. Ja, ich bin halt ein bisschen dumm. Was soll's? Vorratsrechnung. Schema. Durchdrungener Staub. Ganz krass. Es ist wirklich auffällig, wie viel Zeug immer in letzter Zeit in diesen Quest-Sachen drin ist, die man so findet. Halsbestätigung für nachfolgend aufgeführte Gegenstände ausgehändigt an die Kaiserliche Akademie von Castel Graupian. Archäologische Expedition unter Leitung von Professor Noel Ivor. Bezeichnung Transportwagen Anzahl 1, Transportkarren Anzahl 3, Expeditionszelte 5, Schlafpritschen 10, ist ja scheißegal. Weinkisten 20, nice. Und nur 10 Lebensmittelkisten. Mhm. Ich habe oben genannte Ausrüstung erhalten. Professor Noel Ivor. Unterschrift ist für die Ausrüstung verantwortlichen. Okay, das ist alles nicht so interessant. Ja, ich würde gerne das hier noch aufmachen. Okay. Haben wir das auch geschafft? Hoch mit ihr. Geralt hängt irgendwo fest, glaube ich. Jetzt. Wir wollten ja auch eigentlich die Fragezeichen machen, die hier auf der Karte verzeichnet waren. Aber ich habe mich dann halt wieder ablenken lassen und zu allem anderen möglichen hinreißen lassen. Von daher nicht so schlimm. Aber jetzt gehen wir hier hin. Und dann können wir auch bald das Hauptquest weitermachen. Suchen nach dem Lager des Wichts. Weil wie man sieht, das ist auch hier in der Nähe, gar nicht so weit weg. 500 Schritt noch ungefähr. Und gleichzeitig eben die Fragezeichen klären. Die auf dem Weg dahin warten. Schon wieder relativ dunkel. Und wir sind auch gleich beim nächsten Fragezeichen, deswegen werde ich jetzt schon mal... Ja, das war falsch. Krass, ich habe schon vergessen, wo war der meditieren? Na, da. Werde ich jetzt schon mal zum nächsten Morgen gehen. Ich meine, um 4 ist es immer noch relativ dunkel, aber ich mag das immer so wenig wie möglich. Ich wiederhole mich immer wieder. Ich mag es einfach so wenig wie möglich Zeit zu verschwenden, nur damit es wieder Tag wird. Das ist einfach irgendwie angenehmer, wenn man ein Gefühl hat, dass es wirklich Tag und Nacht wird, also man einen richtigen Tag-Nacht-Wechsel hat. Aber es ist halt einfach nachts so verdammt dunkel und ihr habt ja gesehen, dass ich irgendwie es nicht heller stellen kann, das Spiel. Warum, weiß ich nicht. Es wird einfach nicht heller. Ist irgendein Bug. Aber es ist jetzt nicht zu dunkel, als dass es, ja, dass ich jetzt stundenlang rumforsten würde online, um rauszufinden, ganz viele rote Punkte, um rauszufinden, woran der Bug liegt oder es neu zu installieren oder sowas. Es ist ja eigentlich hell genug, nur nachts ist es halt recht dunkel und deswegen kann ich nicht die ganze Zeit nachts spielen. Was ist da drin? Ottermacht oder was?
Hat das überhaupt was damit zu tun? Das ist nicht wirklich der Ort, wo das Zeichen ist, aber es ist logischerweise. Ach nee, das ist verschlossen, ne? Genau, ich wollte gerade sagen. Ist so interessant, da müssen wir natürlich rein, aber es ist noch verschlossen. Lila Rubin. Oh, verdammt. Georg Herberts Brief. Ich glaube, wir haben gerade einen Quest gefunden. Liebe Hadewiga, du hattest ja so recht mit. Du hattest ja so recht, mir von dieser Reise abzuraten. Wie ist der Dekan der Archäologie nur darauf verfallen, die Führung dieser Viertelelfin anzuvertrauen? Wer hat den lila Rubin von Ed Ginvale gefunden? Sie oder ich? Du müsst wissen, dass der Hexer endlich zurückgekehrt ist. Der Rubin hat die Barriere entfernt, wie ich von Anfang an gesagt hatte. Und so konnte er das Innere erkunden. Stell dir vor, der Hexer hätte dieses Duscham beinahe beschwatzt, in die Stadt zurückzukehren und zusätzliche Wachen anzuheuern. Wir wissen nicht, welche Gefahren uns blühen. Da weiß jemand, wie man sein Zeitkonto fleißig aufbessert. Duscham fand die Idee gut, weil er das Märchen vom verfluchten Grab wieder einfiel. Ich dagegen überzeugte die Gesellschaft, sich nicht vom Märchen leiten zu lassen. Ich machte geltend, dass wir es eilig hatten. Sollte uns vielleicht jemand so vorkommen und dich am Elfenschatz vergreifen? Du weißt ja, dass meine Interpretation nach allerkostbarsten nur eines bedeuten kann. Den verlorenen Schatz König Divitas. Bald ist er unser. Blutflecken. Späteres Addendum, teilweise blutbefleckt. Der Hexer hat recht. Wir hätten niemals hineingehen sollen. Der Ort ist verflucht. Ich wäre fast nicht entkommen, doch ich konnte rauskriechen und den Rubin mitnehmen. Das Portal hat sich geschlossen. Ich bin gerettet, doch die anderen. Ah. Na dann wollen wir da doch jetzt mal reingehen. Also wir werden wahrscheinlich auch wieder nicht dazu kommen, die Fragezeichen zu lösen und das Hauptquest weiterzumachen, weil jetzt gerade etwas zu Interessantes auf uns wartet, nämlich diese Ruinen mit einem fetten, krassen Elfenschatz. Und ich sehe gar nichts, deswegen müssen wir leider wieder auf Katze wechseln. Hier drinnen bringt es auch nichts, wenn es Tag wird. Es bleibt trotzdem dunkel. Was ist denn Katze gewesen? Bin ich doof? Das hier. Haben wir noch ein paar Bolzen, die wir reinstecken können in unsere... Ja, haben wir. Durchbohrungsschaden. Nehmen wir das. Erstmal nehmen wir Katze. Hatte ich noch mal mehr Licht wäre nützlich. Ich wollte gerade fragen, hatte ich noch mal gespeichert, aber das ist jetzt egal. Hä, ich habe noch gar nicht zur Fackel gegriffen, war das Geralt? Hält aber nicht viel aus, zwei Schläge tot. Nice. Ich habe wieder vergessen, was wir für einen Effekt haben auf unsere neue Mutation. Fällt mir gerade zu spontan ein, aber egal. So, die Fackel brauchen wir nicht wirklich. Mit Katze sehen wir dann doch genug. Die Leichen. Offenbar haben die Leute versucht, den Ausgang zu erreichen. Tja, aber weil dieser einfältige Archäologe oder Mann oder wie auch immer das verschlossen hat, sind sie nicht mehr rausgekommen. Also es war nicht wirklich nett, was er da gemacht hat. Abgeschlossen. Jetzt speichern wir aber nochmal. Und essen eine Gurke. Das ist auch so ein Hund. Weil es ja genauso einfach ist wie der andere mit zwei Schlägen, dann. Okay, das war ein Schlag, aber es kann natürlich sein, dass das dieses sofortige Töten war. Das weiß ich nicht. Ah, ich hab's schon geahnt bei diesem Riss, dass wir da durchkommen mit Art. Boom. Geht es tatsächlich ziemlich weit weiter, deswegen gehen wir erstmal hier rein. Ach so, dafür kommen wir hier gar nicht rein. Aha. Ah, wir brauchen den Schlüssel, um darüber zu kommen. Okay. Wollen wir den mal holen? Überlegene Katze wäre geil, fällt mir gerade wieder ein, aber wir haben immer noch nicht dieses. Was brauchen wir nochmal? Den Namen wieder vergessen. Ihr könnt doch irgendwie markieren, ne? Aber es hat trotzdem nichts gebracht, damals das zu markieren. Äther brauchen wir, genau. Ist das nicht eine. Also Äther verbinde ich eigentlich was mit Geistern etc. Vielleicht kriegen wir das ja wirklich von so einem. Von so Geisterüberrest. Müssen wir mal gucken. Oh, was ist los? Was passiert? Ah.
Tausendfüßler. Aber. Fast tot. Also wenn wir jetzt nochmal eine Serie hinbekommen, dann sollte er tot sein. Aber dann muss er noch draußen bleiben. Die ist gealbert jedes Mal. Ah! Er will uns kein Äther droppen, aber egal. Aber ich könnte mir echt vorstellen, dass so Geisterwesen den Äther bei sich führen könnten. Also die den Überresten helfen. Da ist man gekommen. Also das scheint aber auch viel Höhle zu sein. Ich weiß nicht, sind die Ruinen in die Höhle reingebaut worden oder ist das ein bisschen merkwürdig? Erschließt sich mir irgendwie nicht so ganz, wie das. Aber ich glaube, die Höhle ist einfach durch Zufall hier mit dran an diesen Ruinen. Würde ich behaupten. Nee, die Erscheinungen sind auch nicht wirklich schwer. Ist schon mal gut, dass die anderen unten bleiben, nicht mich alle auf einmal angreifen. Es sind echt viele da unten. Es sind echt viele. Scheint keinen richtigen Bock zu haben, wiederzukommen. Machen auch nur 100 Schaden, also das, die können auch nicht brennen, wie man sieht. Jetzt kann ich da aber nicht rein, weil es zu heiß ist. Okay, dann rennen wir jetzt doch da rein. Ich gehe erstmal da in die Richtung, in der Hoffnung, dass wir nur den einen Geist vorerst bekämpfen. Sehr gut, einer weniger. Noch einer weniger. Noch einer weniger. Also das ist perfekt, wenn die einen nach dem anderen kommen. Ja, immer noch drei. Oder? Ah, nee, es sind nicht mehr. Es sind keine drei. Es, der Bug kommt aber in letzter Zeit ziemlich häufig vor. Dass, man sieht es oben rechts wieder im Radar, dass halt zwei Gegnerpunkte angezeigt werden, aber da gar niemand mehr da ist. Aber dennoch, wenn ich alle auf einmal hätte bekämpfen müssen, hier in diesem engen Raum, ich glaube. Avejagnia als Brief. Das hätte Problem werden können. Avejagnia als Brief. Ist das eine Frau? Ich denke schon, oder? Avejagnia? Ich, Avejagnia, schreibe dir, Elfenbruder aus einer anderen Zeit, diese Nachricht, damit die Erinnerung an unser trauriges Schicksal niemals verblasst. Nach zahlreichen erfolglosen Versuchen haben es die betrügerischen Däune endlich geschafft, König Divitav zu erreichen und mit Stahl zu spicken. Die Heiltränke der Hofmediziner halfen nicht und König Divitav starb noch vor Ende der Nacht. In diesem Moment erreichte unsere Moral nach langer Talfahrt während der wochenlangen Belagerungen den endgültigen Tiefpunkt. Doch durften wir den Leichnam unseres Oberhaupts in die Hände der Däune fallen lassen, damit sie seinen Kopf auf einem Pfahl spießen? Der Magier Bavion musste nicht lange grübeln. Der Ort des Königs ist die Familienkrypta in Kitorak. Ich gehörte zu den Freiwilligen, welche seine Überreste vom Palast in die Katakomben trugen. Doch irgendwie erfuhren die Däune von der Sache und überfielen uns im Tempel. Nach kurzem Kampf trafen wir eine gemeinsame Entscheidung. Bavion wird gehen und den Eingang der Krypta hinter sich versiegeln. Wir bleiben zurück und betten den König in seine Grabstadt. Der Magier zögerte, doch er wusste, dass der Palast ohne seine Hilfe fallen würde. Er ging und schwor, bald zurückzukehren, sobald unsere Truppen mit der Hilfe von General Sampolin die Däune zurückgeschlagen haben würden. Seine Armee wurde täglich erwartet. Übriger Brief, unleserlich. Ich gehe mal davon aus, dass die leider nicht zurückgekommen sind. Ich wollte eigentlich kein Schwert ziehen, aber ist auch nicht wirklich schlimm. Der Beutel sieht aus, als gehöre er einem Hexer. Tja, der ist dann wohl auch hier drin gestorben. Aduna von Kareas Tagebuch. Ich sollte wohl nicht überrascht sein, dass Meister Tien Seil so einen stolzen Preis für eine Großmeisterrüstung verlangt. Als Handwerksmeister sucht er wirklich seinesgleichen. Ich habe versucht, dem weisen alten Mesimir zu sagen, dass das, was er mir gab, kaum noch auch nur für ein Silberschwert reichen würde. Von Kaer Morhen aus bin ich um die halbe Welt gereist. Und wofür? Puh, ich muss mich nach Arbeit umsehen. Später hinzugefügt. Heute hat Tien Seil mich dem Anführer eines Erz und in den Abschnitt. Doch zum Schluss konnten wir uns einigen. Ich habe die Gegend untersucht und alles scheint ruhig, abgesehen davon, dass mein Medaillon an einigen Stellen bei den Ruinen vibriert hat.
Darum habe ich ihnen gesagt, sie sollten das Lager weiter entfernt vom Haupteingang aufschlagen. Weiß der Henker, was da drin herumkriecht. Es wurde auch ein Fluch erwähnt. Vermutlich ist mit Erscheinungen oder Barkisten zu rechnen. Verdammt, ich hätte mehr verlangen sollen. Morgen beginnen wir mit der Erkundung. Adam kam auf Wesemirs Bitte nach Toussaint. Interessant. Zu dumm, dass es für diesen Wolf hier vorbei war. Wir sind nicht mehr viele. Das stimmt. Also habe ich recht gehabt. Er ist gestorben und er war auch noch einer von uns. Also im Sinne nicht im Sinne von, dass er ein Hexer war, sondern dass er zur Wolfsschule gehört hat, dass er wirklich selten ist. Grabinschrift, König Divitav, hier ruht unser Vater. Er stand damit andere leben können. Ah, ist also da drin beerdigt. Aber wir scheinen da nicht reinzukommen. Ich meine, ich habe auch immer ein ungutes Gefühl, wenn ich Grabstellung betreibe, aber... Ich hätte mir natürlich trotzdem mal angeguckt, was er für Grabbeigaben mit drin hat, aber ich gehe mal davon aus, dass hier irgendwo noch ein Schatz ist oder so. Wo ist denn jetzt der Ort der Macht? Ist der über mir? Also er ist entweder über oder unter mir, aber ich würde schätzen, er ist über mir. Achso, ja. Sieht man auch an dem roten Pfeil neben dem Ort der Macht, dass er über mir ist? Okay, vielen Dank. Gut, da hinten waren wir noch nicht. In dem kleinen Raum. Ein altes Fass. Ein Beilkopf und eine stumpfe Spitzhacke. Das ist quasi nichts wert, das nehmen wir nicht mit. Ein Hexer. Er hat die Decke über seinen Gegnern einstürzen lassen. Ihn hat sie auch erwischt. Du bist ja schon das nächste Schema. Nice. Ach, die Tasche jetzt hier. Schade nur, dass der Hexer sterben musste. Ich meine, der könnte ja auch noch leben, weil er kannte ja Wesemir, von daher. Das ist ja jetzt nicht schon, weiß ich nicht, 200 Jahre her. Ich muss gleich niesen. Moment. So. Ich schneide das Video nicht raus. Weil ich dann eh nicht mehr dran denke, wenn ich dieses Video bearbeite. Alter Elfenschlüssel. Geheimnisvoll. Mach das Ding auf. Wahrscheinlich komme ich dann da wieder raus, wo ich reingegangen bin. Das war's? Wo ist denn jetzt der große Schatz? Also ich meine, ich will mich nicht aufregen im Sinne von... Wir haben ja zwei Schatzsuchen beendet. Und zwei Hexerausrüstungsgegenstände gefunden. Also die Schemas gefunden, aber... Das war's? Eine mega krasse Legende an dem Ort. Oder wie man heutzutage neudeutsch sagen würde, Lore. Ganz, ganz viel Lore hier. Und obwohl wir hier diese fette Legende haben, die ja auch interessant war, ist ja quasi nichts außerhalb der Leichnam und kein fetter Schatz. Wie bitte? Also da muss ich doch nochmal hier in die Höhle reingucken. Das kann doch nicht sein. Ich meine, klar, wir haben ein paar Kleinigkeiten gefunden. Ach, komm, wir gehen zurück. Wir haben ein paar Kleinigkeiten gefunden, aber warte, also... Vor allem war halt kein Schatz von dem König dabei, also... So wie das hier die Archäologen gehofft hatten. Das ist ja krass. Okay, das müssen wir jetzt auch nicht mehr versiegeln, fällt mir gerade ein, weil wir haben das Ding ja benutzt. Also, wir haben es ja... Ich versiegel es trotzdem wieder, man weiß ja nie. Aber... Ja, im Großen und Ganzen haben wir es ja geklärt da drin. Da sollte ja eigentlich nichts mehr sein. Und jetzt können wir vielleicht doch mal... Ne? Zu dem Fragezeichen. Wieso ist denn eigentlich die Markierung weg? Ach so, die Markierung war für den Ort der Macht. Und da wir den schon auf die Karte bekommen haben, auch wenn wir unten drunter durchgelaufen sind, ist die Markierung halt weggegangen. Und... Wird... Ja, das hätte ich auch nicht müssen... Wird jetzt halt logischerweise, hoffe ich mal, da oben ist der Ort der Macht. Mal gucken. Also die sind ja eigentlich egal, die verstärken ja irgendwie bloß... Magie, ein Ort der Macht. Verstärken ja irgendwie bloß halt, ja, Magie und ich zauber ja jetzt sowieso gar nicht, also fast gar nicht mehr, aufgrund der Tatsache, dass ich den... Bonus für meine, also weil ich die Adrenalinpunkte brauche, für die direkten Tötungs... die Materie und Bahn viel mehr. Für die direkten Tötungs...
Schläge brauche. Erstmal darüber. Tja, interessante Ruine, aber viel zu finden gab es bisher nicht. So, jetzt ist er unser Macht unter uns, das war er über uns, ist er unter uns, aber wir gehen gleich hin. Hier müssen wir wieder in eine Höhle rein, wie es aussieht. Sehr schön, hinter einem kleinen Wasserfall, erinnert mich ein bisschen an Elder Scrolls Online, wo wir ja auch mindestens einmal hinter einem Wasserfall eine versteckte Höhle gefunden hat oder eine Truhe oder sowas. Könnte sogar mehr als einmal gewesen sein, aber einmal mindestens. So, dann machen wir das ja mal noch Platz. Hallo! Und keine Gegner, das ist sehr selten, dass man auf ein Fragezeichen trifft, wo keinerlei Gegner sind oder wo kein weiterführendes Quest ist, was zu Gegnern führt. Das ist eigentlich, soweit ich weiß, nur bei Orten der Macht so. Ach ja, und Fertigkeitspunkte gibt uns das auch. Wie viel haben wir denn da jetzt? Wir haben 2, wir brauchen aber auf jeden Fall. Ach, tödlicher Konter war es, genau. Wir brauchen aber auf jeden Fall 3, um. Ach nee, hier würden auch 2 reichen. Magische Sensibilität. Zeichen können kritische Treffer verursachen. Chancen und Schaden steigen. Naja, das brauche ich aber eh nicht. Einen Schluck trinken. Wollen aber eh nicht. Aber hier bräuchte ich 2. Was war das? Blutbad. Jeder tödliche Hieb mit einem Schwert zerstückelt den Gegner und aktiviert finale Hiebe. Jeder Hieb mit einer Waffe im Nahkampf erhöht die Angriffskraft um 5%, bis der Kampf beendet ist. Ich glaube, das ist besser als tödlicher Konter, weil wir haben es ja schon gesehen, dass dieser tödliche Konter, Schwertangriffe bewirken 95% mehr Schaden an menschlichen Gegnern, die immun gegen Konter sind und an Monstern. In allen anderen Fällen, bei denen die Vitalität des Angreifers geringer ist als 95%, lösen Konter automatisch finale Hiebe aus. Wenn der 95% oder weniger hat, dann ist er eh meistens schon so gut wie, also eh tot, also das bringt halt recht wenig. Ich glaube, ich würde dann eher auf Blutbad wechseln, aber das Problem ist, dafür brauchen wir 3 große Mutagene. Der Fertigkeitspunkt der dritte wird nicht so das Problem sein, aber 3 große Mutagene, Rote, ist halt, schwierig. Aber sonst brauchen wir halt nicht tödliches Blut. Wenn du im Nahkampf Schaden erleidest, wirken davon 1,5% pro Punkt deiner Toxizitätsstufe auf den Gegner. Wenn du im Nahkampf Schaden erleidest, wirken davon 1,5% pro Punkt deiner Toxizitätsstufe auf den Gegner. Das ist 1,5% das maximal. Das klingt eigentlich auch nicht schlecht, oder? Wenn du im Nahkampf Schaden erleidest, ja, das ist glaube ich besser als dieser tödliche Konter. Gratulation, die Mutation gestärkt und Synapsen hat die Stufe. Die nächste Stufe erreicht. Stärkte Synapsen. Okay. Ich hab's kapiert. Erforsche Mutation, um deine Fertigkeiten zu verbessern. Jede Stufe schaltet eine. Ah, ich weiß schon. Toxisches Blut. Ja, dann nehmen wir auf jeden Fall toxisches Blut. Was wäre denn das? Euphorie. Jeder Toxizitätspunkt erhöht Schwertschaden und Zeichenintensität. Das ist auch nicht schlecht. Und wir haben halt noch 3 große grüne Mutagene. Das heißt, wenn wir bis dahin nicht 3 große rote bekommen, dann könnten wir auf jeden Fall das hier als nächstes auch machen. Jetzt haben wir auch einen Fertigkeitspunkt mehr, sehr geil. Dank der Mutation gestärkt, steht ja nun ein weiterer Fertigkeitsplatz zur Verfügung. Das ist sehr gut. Die Farbe der Fertigkeit, die du auf dem Extrablatt aktivierst, muss mit der Farbe der aktiven Mutation. Ah, okay. Das ist natürlich ein Nachteil. Kann man an der gelben Farbe erkennen. Für die sie sind mehr Mutagen-Typen erforderlich. Sie gestatten allerdings auch den Blablabla. Ah, okay. Das ist natürlich jetzt interessant, dass das die Farbe braucht. Das heißt also, wenn ich jetzt beispielsweise weiter, also das Rote hinpacken wollen würde, müsste ich auf das Rote wechseln. Aber ich glaube, das lohnt sich nicht. Dann nehmen wir jetzt einfach irgendwas Grünes.
Auf Klingen angewendete Öle bewirken bei jedem Treffer 3% Chance, das Ziel zu vergiften. Je höher die Stufe des Verwendeten, desto größer die Chance. Ja, ja, da müssen wir mal irgendwas anderes nehmen. Erhöht die Überdosis-Schwellenwert von 95 auf 80. Verlangsamt die Zeit beim Ziel mit Bomben. Das ist Rotz. Erworbene Toleranz. Jedes erlernte alchemistische Rezept der Typ 1 erhöht die maximale eigene Vergiftung immerhin. Aha. Bei eigener Vergiftung über 0 wird die Zeit automatisch verlangsamt, wenn der Gegner seinen Konter ansetzt. Aha. Ja, aber Öle, ich verwende ja keine Öle. Ich meine, ich habe auch keinen Fertigkeitspunkt, um irgendwas anderes noch zu nehmen. Ich verwende halt keine Öle, aber was soll's? Ich kann ja nichts anderes reinpacken, das ist das Problem. Wir probieren es nochmal aus, aber... Ja. Und ich will halt lieber diese grüne Fähigkeit behalten, als wieder auf die rote zu wechseln. Und da packe ich jetzt das rein, auch wenn es so gut wie nie Relevanz hat. Weil man kennt mich schon mal mit Ölen. Ich kann natürlich versuchen, jetzt in Zukunft... Oh, meine Fackel müsste ausgehen, tut sie aber nicht. Ich kann natürlich versuchen, in Zukunft jetzt wieder mehr mit Ölen zu arbeiten, aber es ist halt so lästig, dass man immer erst das jeweilige Öl für den jeweiligen Gegnertyp draufbauen muss und, oh, also es stört mich ein bisschen. Oder kommt ein Wolf, hallo? Oder halt auch nicht, der macht hier nur seine Bahn, dann bringen wir ihn auch nicht um. In diesem Sinne, liken, kommentieren, bis zum nächsten Mal, euer Paxis, tschö, tschö!